Hallo, stell dich doch einfach mal ein bisschen vor. So. Ja, hallo, ich bin der Buschel und ich bin hier auch auf dem See zum ersten Mal. Okay, und wie oft am Tag putzt du dir eigentlich die Zähne? Zähne putzen? Wie kommst du denn darauf? Ich kenne die mir. Was macht ihr eigentlich da, Anton? Ja, wir gucken, wie lang unser Film wird. Also, wir haben jetzt schon so ein paar Videos gecaptured, aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir daraus eine Geschichte bauen können. Eine Geschichte? Richtig. Der Daniel hat heute auch schon seine Tiefphase gehabt. Ja, nur ein, zwei Tränchen sind geflossen. Der Klaus, die Klaustrophobie, muss dort auch schon wieder ein bisschen leiden. Aber schauen wir mal, was der Tag heute noch so bringt. Hinter diesem Hügel. Hinter dem Hügel da? Ja. Ich denke, dahinter liegt das Paradies. Also mein persönliches Paradies. Außerdem gibt es noch fliegende Schweine und sehr viel Gras. Also auf dem Boden Gras. Hauptsächlich.
Und... Puh. Ach ja, Autos. Autos ohne Räder. Eine Wiese? Ein See? Ein Bahnhof? Eine Stadt? Ein Dorf? Ja, den meine ich ja. Okay, eine Eisenbahn, das weiß ich. Und ein See. Ein See birgt Geheimnisse. Der alte, zugeschüttete See. Kennst du? Da hinten wurden heute Nacht verdächtige Geräusche gehört. Was könnte das sein? Und hast du diese Geräusche auch gehört? Selbstverständlich habe ich die Geräusche gehört. Ich meine, das Gerücht stimmt. Der wurde zugeschüttet, nachdem im letzten Jahr Teilis da drin ertrunken sind. Aufgesaugt von Blutegeln hatten sie keine Kraft mehr zu schwimmen. Wahrscheinlich sind sie heute Nacht wieder aufgetaucht. Einfach durch den Rest gekommen. Schnuppi? Ja, warum eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Eigentlich heißt sie ja Wanda Schröder, geborene Burmeister, aber naja gut, wie das immer so ist, ne? Man sucht sich ja so einen niedlichen Namen aus irgendwann, deswegen Schnuppi. Hat der Hund Flö? Nein, kann gar nicht sein, weil es mit super chemischer Keule vorgestern gerade behandelt worden und das große Tiersterben ist jetzt angesagt.